So, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das mache ich. Panik in Pastell. Haha. Na, ich bleib bei Mario. Im Ernst. Mich interessieren aber viel mehr andere Sachen hier gerade. Zum Beispiel, was mir dieser Hase gibt. Einen grünen Stern. Das ist der erste? Ne, ist der zweite schon. Ah. So, ein bisschen Zeit verschwendet, aber mal gucken. Oh, ist das jetzt auf Prinzessin Peach beschränkt, dass man den Schalter dann machen kann? Ist ja gut, ich gehe ja schon raus hier. Und ich komme mit Peach wieder, weil man diese Welt wohl mit Peach machen muss. Mir fehlt der dritte Stern. Ja, ich glaube schon. Und ein Stempel? Kann ich hier einen Stempel kriegen? Ja, ich kann einen Stempel kriegen. Sprich, mir fehlt der dritte Stern und ein Stempel. Peach. Ja, ja. Albern ist inexistent, das Zeitlimit ist albern. Ich meine, wenn man bedenkt, dass in der Welt, die ein Zeitlimit hat, das einem entgegengeschrien wird, gerade eben einfach komplett zurückgelaufen bin dann. Ne? Meine Dummheit ist grenzenlos. Meine Dummheit ist riesengroß. Wären doch alle nur so dumm wie ich, dann gäb's den Krieg nicht. Wären doch alle nur so schön dumm wie ich, dann gäb's den Krieg nicht und alles wäre schön. Doch alle sind nicht dumm. Manche sind recht schlau und lachen sich über meine Dummheiten aus. Gut, das hier ist dann der letzte Stern. Peach reitet voran. Peach 10 Sekunden. Nochmal 10. Leben gesehen. Der letzte grüne Stern. Wow, mit Peach ist das ja dann doch recht einfach, da drauf zu landen. So. Das war eigentlich ganz cool. Nur halt, dass diese Charaktervorschrift, das kann nur der betätigen, recht albern ist. Obwohl, ich habe noch gar nicht mega ausprobiert, wie sehr sich die Charaktere unterschiedlich spielen. Von daher sollte ich mir darüber mal nicht das Maul zerreißen. Oh, Glücksspiel. Oh, vielleicht hat Peach mehr Glück. Los, Peach. Peachy. Yeah, Peach ist genauso scheiße. Aber vielleicht brauchst du ja auch kein Geld mehr. Tü-tü-tü. So, Mini-Boss Kamek. Das ist recht überraschend. Kamek ist eigentlich immer ein dicker Boss. Aus dem Weg Kamex. Also ist das kein Boss Kamek. Achso, ja dann. Mhm. Das war ja hart.
Yeah. Das war ganz schön schwer. Oh yeah. 2047. Oh, jetzt wisst ihr, um wie Flur ich aufnehme. Damn. Wenn ihr jetzt meine Nachbarn seid und genau das gerade hört, dann wisst ihr, ich bin euer Nachbar. Ich habe meine ganze Anonymität aufgegeben. So ein Ärger. So. Na dann gehen wir mal da rein. Die Röhrenlagune. Oh. Lol, Gumba ist da im Pool. Glaubt ihr wohl auch? Oh. Dass ich euch töte. So. Ist hier in dem Palmenmast insgesamt 500 Sekunden, sprich, mega Zeitdruck sollte ich hier nicht haben. Na, wow. Gibt's denn noch mehr außer nur Münzen? Noch ein paar extra Münzen. Wuhu! Ey, ein Pilz. Im Notfall besser als gar nichts. Wow. Okay, mit nichts drücken tut man abtauchen und mit drücken auftauchen, alles klar. Okay, Röhren. Interessant. What the fuck? Noch kein Stern und noch kein Stempel. Außerdem sehen diese Kanten hier merkwürdig aus. Ein Stern. Das war der erste Stern. Okay, ein Schiff. Oha, Zeit. Wow. 20 Sekunden. Wird sofort hinter mir abregeln. Ich muss sagen, ich bin kein Fan der Zeitlimits. Weiß ich nicht, es ist irgendwie so ein Element, das Spiele künstlich schwieriger macht, ohne dass sie schwieriger sind. Wenn das Sinn ergibt. Und Feuer unter Wasser nebenbei erwähnt. Awesome. Oh! Da unten den Pfeil hin zeigt, gehe ich erstmal hier hoch. Hey, ein Stempel. Nein! Das hier für irgendwas irgendwann gut. Hm.
Mir fehlen noch 2 Sterne. Ich gucke, ob ich da hinten in der Geheimkammer auftauchen kann, beziehungsweise hier halt in der Kammer. Oh, hier ist auch in der Wand markiert, dass ich da irgendwas machen kann, wahrscheinlich. Yep. Es ist der dritte? Muss ich die Welt hier jetzt zweimal machen, oder was? Ist das der dritte? Das nervt mich ein bisschen. Aber okay. Okay. Ja, es kann sein, dass die Welt 2 Ausgänge hat. Ha! Ha! Du-du. Speichervorgang. Speichervorgang abgeschlossen. Yep, Geist-Me-Charakter. Oh, wow. Das sind übrigens die, die im Notfall einfach spoilern, ohne dass ihr sie fragt. Insofern eine ganz tolle Erfindung, diese Geist-Me-Charaktere. Oh, der Typ hat eine Katzenanzug an. So, wo war hier der erste Stern? Da oben war der erste, gut, den hatte ich ja. Oh Gott, der gedückte grüne Luigi da. Lang leben kleine Sachen in diesem Spiel. So lasse ich sie nie aussterben. Allerdings, wo ich jetzt, wenn ich nicht wirklich schon recht habe mit dem 2 Ausgänge Ding, den Stern verpasst habe. Hier oben war dann die Kanone, die ich eben hatte, ne? Nicht das, sondern das, nein. Nicht das, sondern... Gut! Oh, da ist ein Loch. Da ist es brüchig in der Wand. Okay. Dann hätte ich da reinschießen müssen. Und da ist der zweite Stern drin. Alles klar. Alles klar. Alles Matrose in der Hose. Lol. Und wenn du dein Ernst, das Ding sammelt Leben für mich ein. Yay, 100 Sekunden oben drauf. Aber ich hab doch jetzt schon alles aus der Welt. Naja, dann nehme ich jetzt mal einmal kurz den Weg unten lang, wo ich eben oben her bin. Sprich, hier denn hier. Ah. Egal, ich hab ja eh schon die Goldflagge. 20.56 Uhr. Das würde bedeuten, hier mache ich erstmal Aufnahmestopp. Wo ist der dritte Stern? Warum pauset man das im Miiverse?
69 Sterne. So, hier, das hier wäre dann, glaube ich, die nächste Welt, die wir machen. Und die heißt Bergpass-Sprint. Hä? Okay. Das war ja mal ein mega Geheimnis für ein popliges Leben. Ja, bleibt mir nichts anderes weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.